Ich glaube, wenn ich bis 19 Uhr streamen würde, dann würde auf jeden Fall alles ausfallen. Nein, nicht Toni. Ja gut, wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht mache ich hier auch einen Rage-Crit bei Spyro. Oh. Bei Crash. Ah. Rolling Stones. Ja. Weil ich hätte schon Bock, auf Zerum. Kennt jemand von euch Zerum? Das ist ganz schön unfair, dass meine Maske gerade nicht verlängert wurde. Mit Bugs zu 100% durch. Was heißt denn mit Bugs? Ja, da warte ich auch. Ich muss erstmal einen zweiten Teil spielen, sagen wir mal so. Aber der erste hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Den zweiten muss ich erstmal spielen, aber ich warte halt wirklich auch drauf, dass das mal auf dem Handy kommt. Oh Mann, ey, ich bin so durch heute. Das geht heute überhaupt nicht. Die Technik fickt mein Hirn. Ich warte, dass es auf dem PC kommt. Ey, ich will keine Maske haben. Ich warte, dass es auf dem PC kommt. Permanent ist nach unten scrollen, das ist ja mega ätzend. Was hast du denn für eine Maus? Das Leben. Lass mal Leben sein. Lass mir für den nächsten Mal da liegen. Das ist ein Blue Edelstein. Yay! Vortex-Fratze. Das war auch gerade sehr knapp. Red Pro X. So einen hyper-modularen Kack von Cyborg Gaming, Mad Cats, die pleite gegangen sind und einem allgemein eher wenig Support geleistet haben. Mhm. Oh no! Teilweise, wenn das Display sich aufhängt, kann es sein, dass es den PC crasht. Boah. Ich habe mir übrigens eine neue Tastatur gekauft. Ich habe mir mal eine neue Tastatur gegönnt, sagen wir mal so. Ich hatte ja vorher eine von Razer, die hieß die Medusa? Ne, die hat irgendeinen anderen komischen Namen gehabt. Irgendwas mit R. Irgend so ein Spinnenname war das, glaube ich. Und die hatte ja Kabelbruch. Die hatte kaputte Tasten. Und so. Und jetzt habe ich mir von fuck, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Irgendeine von Logitech G. Die leuchtet schön. Die andere hat zwar auch von mir geleuchtet. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Was ist das denn für eine?
G213. So. Ich wollte halt eine haben, die leuchtet. Weil das ist viel, viel angenehmer als eine, die nicht leuchtet. So eine billige wollte ich nicht haben. Und da ich mit Logitech immer sehr gut gefahren bin bisher, mit, egal ob Maus oder Webcam oder meine Boxen, genau. Also bisher nie irgendwie Probleme damit gehabt, deswegen habe ich mir gedacht, komm, bleib's mal der Marke treu. Kaufst du mal eine Logitech-Tastatur. Ich glaube, die war sogar runtergesetzt. Eigentlich hatte ich vor, mir wieder eine Razer zu kaufen, und die waren mir alle viel zu teuer. Und die ich damals hatte, die gab's nicht mehr. Die Nase juckt. Lycosa oder irgendwie sowas hieß sie. Lycosa, irgendwie sowas. Ganz merkwürdiges. Ah, die hatte so niedrige Tasten. Die war nicht ganz so niedrig wie beim Laptop. Ein bisschen höher. Aber jetzt die hat wieder normal hohe Tasten. Aber ist auch okay. Maus. Bin ich mit der momentan eigentlich zufrieden? Ich habe die sogar zweimal. Einmal für den Laptop und einmal so. Das ist die kleine Klickgeräusche macht. Die hat momentan bei mir ein bisschen Lycosa. Genau. Die Maus hat momentan bei mir ein bisschen Probleme mit dem Empfang. Weil manchmal klicke ich und dann verliert die den Empfang. Und dann bleibt das geklickt und dann sieht man das dann meistens über den Bildschirm. So, weiter geht's. Kisten sind hier... Nein! Nein! Ich muss erstmal gucken, ob hier... Ja, da hat mir eine Kiste dran gefehlt. Aber dann können Christoph und ich... Ja, das hätte ich dir jetzt beantwortet, weil ich hätte gesagt, ey, du kannst doch noch den von letzte Woche gucken und den von heute. Ja, ich hab gedacht, ich hätte alles hochgeladen, aber dann habe ich gesehen, oh, da sind ja noch zwei Parts. Und dann habe ich die einfach rausgehauen. Und dann passt das ja. Und dann spielen wir heute. Und, wir spielen heute und dann haben wir nächsten Freitag wieder Parts. Beziehungsweise nächstes Wochenende. Kommt halt drauf an, wie viel wir heute zocken. Oh, die nehmen wir doch gerne. Ich hoffe mal, dass hier alles richtig eingestellt ist bei dem. Ich hab da gar nicht nachgeguckt. Bei dem Aufnahmegezumpel, dass das richtig aufnimmt. Das stand aber MP4, das ist schon mal ganz gut. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Qualität der dort aufnimmt. Aber ich schätze mal in der, wie ich es auch streame. Nein! Dankeschön, Rick. Das freut mich. Ach Gott, ich bin so dumm. Ich hätte die eben so kaputt machen können. Hier sind, glaube ich, keine Kisten, ne? Also im Vorder- und im Hintergrund. Das wäre nämlich sehr schön. Ist auch, also ich habe mir, wenn ich das alleine durchgespielt habe, habe ich mir nie so intensiv die Umgebung angeguckt. Deswegen überrascht das mich, teilweise selbst, wie schön die Umgebung ist. Deswegen bin ich doch immer so am Rumschweifen und am Angucken und so.
2 Leben. Yay, 99 Leben. So. Endlich sind wir hier oben in der Wolkenwelt. Ich hab da irgendwas mit Matcha. Nee, machst. Ich hab gedacht, ihr hättet Matcha geschrieben. Matcha ist nämlich auch lecker. Matcha-Tee. Und Matcha auf. Also im Kuchen. Eine schöne Matcha-Torte. Ich werde sofort lesen, obwohl ich kann hier mal lesen. Machst du eigentlich dann manch Odyssey oder Soulstorm, wenn es raus ist zuerst? Ich schätze mal, dass ich erst Soulstorm machen werde. Vielleicht das auch in Blind. Aber da ist halt die Frage, ob ich 100% Blind mache. Weil ich nicht weiß, ich weiß nicht, ob ich da 100% auf einmal hinkriegen kann. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt manches Odyssey mache, weil ich... Ich weiß nicht, das ist... Das, ich mag das nicht so. Oddworld muss 2D sein. Oder 2,5D. Aber nicht 3D. Hier wieder hoch. Ich bin auch gespannt, was die aus Soulstorm gemacht haben. Ich bin da etwas erschrocken gewesen, als ich da mal diese eine Presse, war das eine Pressekonferenz? Keine Ahnung, gezeigt haben, wo die dann diese total unfertige Oberfläche gezeigt haben, wie das funktionieren soll, dass man irgendwie 300 Mudakens zur gleichen Zeit irgendwie steuern kann oder was. Und da dachte ich schon irgendwie, dass das so ein, was ist denn hier los? So ein Age of... Oh, Crash! Das ist so ein Age of Empires oder irgendwie sowas wird. Wo man sich dann irgendwie seine Armee zusammenbauen kann aus Mudakens. So, Shen hat irgendwas. Und wie viel sind deine Haare seit dem letzten Mal, wo ich dich gesehen habe, wieder gewachsen? Weiß ich nicht. Also sie sind jetzt hier zusammengeklappt im Zopf. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe letztens gemessen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie viel es war. Ich glaube 28 oder schon über 30, irgendwie sowas. Sie sind auf jeden Fall nochmal ein Stück gewachsen. Und ich denke mal, Februar, März wird es soweit sein. Wie so ein Burger. Nee, wie so ein Subway-Sub.